Wetterberichte haben es in sich. Viele Menschen schauen Wetterberichte mit großen Erwartungen, hoffentlich schönes Wetter, mit Beklommenheit, du liebe Zeit, meine Ferien sind verhagelt. Wir haben einfach mal ein paar Leute gefragt, wie ist das, wenn das Wetter verrückt spielt? Wenn Sie in Ferien fahren, wann auch immer, dann hoffen Sie auf gutes Wetter. Ja. Was machen Sie denn, wenn schlechtes Wetter ist? Auch ich finde immer was. Also ich gehe gerne wandern, egal ob auf der Insel. Ich kann mich auch so beschäftigen mit dem Buch oder... So ein richtig... Es gibt viele Möglichkeiten. Wetterschlechten Urlaub hatten Sie noch nicht? Nee, also schlechtes Wetter gibt es ja auch gar nicht. Wenn man Ziele hat, wo man Sonne erwartet und dann schlechtes Wetter ist, dann ist es etwas schwierig. Ist schon ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem, wir machen das Beste draus. Was machen Sie, wenn schlechtes Wetter ist? Gibt's nicht. Das steht nicht zur Auswahl, ja. Das ist keine Option. Das ist keine Option. Nee. Haben Sie das schon mal erlebt, dass so richtig Wetter daneben geht, wo Sie eigentlich eine Party machen wollten oder sonst etwas? Nee, hab ich schon nie erlebt. War immer geil. Sie haben immer Glück gehabt? Ja, immer. Oh Mann. Sie haben, und Sie auch? Glückspilze. Sie haben alle drei Glückspilze. Ja, das ist mal schon so. Okay. Aber könnte ich das vorstellen? Ja, was kann man da machen? Kann sein, dass mal ein Tag Gewitter ist oder so. Also. Ja. Aber den überstehen Sie? Ja. Natürlich. Wie denn? Mit guter Laune. Ja. Durch gute Laune. Ja. Gute Laune. Ja. Positive Einstellung. Positive Einstellung. Also einfach los. Positive Einstellung. Ja. Ja. Verstehe ich richtig? Ja. Natürlich. So kommt man gut durchs Leben. So kommt man gut durchs Leben. Auch dann, wenn es mal schlecht wird. Ja, klar. Schlechtes Wetter geht. Immer trotzdem positiv denken. Wird schon gut werden. Okay. Ja. Alles super. Na dann, dann wünsche ich aber Ihrem Leben sehr viel Gutes. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Gute Reise. Dankeschön. Sie erwarten schönes Wetter. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Was machen Sie eigentlich, wenn schlechtes Wetter kommt? Das wäre so meine Frage. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich Regenschirm kaufen und Sehenswürdigkeiten angucken. Es ist wohl so, wir müssen uns einstellen. Auf alle Situationen. Auf jedes Wetter. Auf das ganze Leben. Die Antworten, die ich bekommen habe, faszinierend. Man muss durch. Schlechtes Wetter kann sein, aber es bezwingt einen nicht. Ich muss immer daran denken, wie ist das eigentlich? Mit Gott selber. Was ist mit seinen Verheißungen und Versprechungen? Ich sag das einfach so. Gottes Verheißung ist kein unsicherer Wetterbericht. Der stimmt immer.